Du bist der Meinung, dass du dir gut die Zähne putzt und du kriegst trotzdem Karies? Ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und in diesem Video erkläre ich dir, wie du zu Hause überprüfen kannst, ob du wirklich so gut putzt, wie du denkst. Also, bleib dran! Das heutige Video mache ich, weil ich viele Patienten bei mir sitzen habe, die der Überzeugung sind, dass sie sich gründlich die Zähne putzen und sich wundern, warum sie trotzdem Karies bekommen. Natürlich gibt es viele verschiedene mögliche Gründe, warum sie Karies bekommen. Aber was mir auffällt, ist, dass ein möglicher Grund ist, dass sie sich gar nicht so gründlich die Zähne putzen, wie sie denken. Ich als Zahnärztin kann natürlich sehen, wo noch Plaque oder Belege auf den Zähnen sind. Auch eine Prophylaxehelferin kann das sehen, also jemand, der vom Fach ist. Aber ihr als Laien zu Hause in eurem dunklen Badezimmer seht das nicht. Und da gibt es ein Mittel, was Abhilfe verschafft und was euch hilft, wie ihr zu Hause kontrollieren könnt, ob ihr eure Zähne denn wirklich so gut geputzt habt, wie ihr denkt. Und zwar sind das solche Plaque-Search-Tabletten. Was sind Plaque-Search-Tabletten? Das sind Tabletten, die die Plaque anfärben, also sichtbar machen. Diese Tabletten gibt es auch als Lösung. Ich verlinke euch das alles mal unten. Dann könnt ihr selbst mal nachschauen. Ich packe das einmal aus. Also das, was ich jetzt hier habe, sind solche Tabletten, die man zerkaut und dann ist hinterher eure Plaque angefärbt. Und damit könnt ihr eben kontrollieren, ob ihr wirklich gründlich geputzt habt oder ob ihr doch noch irgendwo Stellen vergessen habt. Die Plaque wird auch in zwei verschiedenen Farben angefärbt. Ältere Plaque, also Plaque, die älter als 12 Stunden ist, ist blau angefärbt und frische Plaque ist rot oder rosa angefärbt. Das heißt, ihr könnt auch sehen, was vielleicht schon ein bisschen länger auf euren Zähnen ist. Und ja, schon länger nicht entfernt worden ist. Wie verwendet ihr das Ganze? Am besten nehmt ihr das abends. Und zwar gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, was ihr machen könnt. Entweder ihr nehmt erst so eine Tablette, zerkaut die, spuckt das dann aus und dann seht ihr, wo Belege sind und putzt dann eure Zähne, nehmt Zahnseide, Interdentalbürstchen und so weiter und reinigt so lange gründlich, bis alles weg ist. Und ja, nehmt eben die Tablette, bevor ihr das Ganze macht. Eventuell könnt ihr hinterher das auch nochmal zur Nachkontrolle benutzen und hinterher nochmal kontrollieren, ob wirklich alles weg ist. Oder aber ihr macht es genau umgekehrt. Ihr macht erstmal eure ganz normale Mundhygiene, so wie ihr es immer macht und wie ihr der Meinung seid, dass ihr es gut und gründlich gemacht habt und nehmt hinterher mal so eine Tablette. Und dann könnt ihr nämlich sehen, wo ihr vielleicht noch nicht so gründlich geputzt habt, wo es trotzdem noch angefärbt ist. Und dann putzt ihr da nämlich nochmal nach. Und je nachdem, wo es dann gefärbt ist, könnt ihr verschiedene, ja, Instrumente dafür nehmen, um es wegzubekommen. Es kann sein, dass es mehr Richtung Zahnzwischenraum ist. Dann nehmt ihr vielleicht nochmal an der Stelle Zahnseide oder die Interdentalbürste oder auch eine Solozahnbürste, um wirklich mehr Richtung Zahnzwischenraum zu kommen. Oder es ist vielleicht auf der glatten Fläche ganz hinten am allerletzten Zahn außen und ihr merkt, oh, da komme ich auch wirklich schlecht an, da ist immer die Wange im Weg. So lernt ihr einfach dazu und lernt eure Schwachstellen kennen sozusagen. Beliebte Stellen, wo auch nicht gründlich genug geputzt wird, es ist immer die unteren Backenzähne auf der Innenseite, weil da die Zunge im Weg ist. Also so lernt ihr einfach mit der Zeit kennen, wenn ihr das zum Beispiel einfach mal ein paar Abende hintereinander macht, wo ihr noch nicht gründlich genug putzt. Und ihr lernt auch, wie lange ihr dort putzen müsst, also ihr kriegt ein Gefühl dafür, wie hartnäckig das ist, damit es wegkommt oder in welchem Winkel ihr die Zahnbürste anhalten müsst, um dort richtig anzukommen oder ja, wie ihr die Zahnseide da lang gleiten lasst, um es wegzubekommen. All solche Sachen. Ihr bekommt einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür, wo ihr noch Schwachstellen habt und wie ihr sie am besten wegbekommt. Und dann beobachtet ihr das mal ein paar Abende lang, nehmt das mal ein paar Abende hintereinander. Und merkt euch immer, okay, beim nächsten Mal achte ich da und da mehr drauf und macht das am nächsten Tag und putzt an den Stellen gründlicher und kontrolliert wieder mit so einer Tablette, habe ich es heute besser gemacht. Und irgendwann funktioniert das dann und dann habt ihr den Dreh raus und wisst, okay, jetzt kann ich es wirklich, jetzt putze ich wirklich gründlich. Dann könnt ihr es zum Beispiel noch einmal im Monat oder ab und an einfach nochmal verwenden zur Kontrolle, also in unregelmäßigen Abständen einfach, wenn ihr denkt, okay, jetzt kontrolliere ich es doch nochmal wieder, ist meine Mundhygiene immer noch gleich gut oder habe ich wieder nachgelassen oder
Vielleicht putze ich jetzt da sehr, sehr gründlich, wo ich vorher nicht so gut geputzt habe, aber vernachlässige dafür eine andere Stelle, dass ihr auf einmal woanders dafür schlechter putzt. Und so kann man das dann ab und zu hier mal wieder kontrollieren. Aber für den Anfang, wie gesagt, würde ich es tatsächlich mal ein paar Abende hintereinander machen. Und wenn ihr jetzt Stellen habt, wo es immer wieder angefärbt ist und wo ihr es kaum noch wegbekommt, also die Farbe, die kriegt ihr immer wieder weg. Keine Angst, ihr müsst jetzt nicht mit blauen Zehen oder so rumlaufen, das kriegt man schon wieder weg. Aber man merkt vielleicht auch, dass da immer irgendwo eine Stelle ist, wo es immer wieder angefärbt ist und auch wirklich blau angefärbt ist, also wo es ältere Plaque ist. Also spätestens dann solltet ihr mal zum Zahnarzt gehen und das professionell entfernen lassen, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ihr es selbst gar nicht mehr wegbekommt, weil es einfach schon zu alt ist und zu hartnäckig ist. Und ja, dann solltet da mal ein Profi ran und das entfernen. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie teuer das Ganze ist, wenn ihr das häufiger nehmen solltet oder mehrere Abende hintereinander. Also ich habe das jetzt in der Drogerie gekauft und das hat 4 € gekostet. Ich verlinke euch das aber nochmal unten. Also es kostet wirklich nicht die Welt. Bei Amazon gibt es, glaube ich, auch, da sind jetzt, hier sind 10 Tabletten drin. Bei Amazon gibt es gleich große Packs, wo es wahrscheinlich nochmal günstiger wird. Und es gibt es, wie gesagt, auch als Lösung zu kaufen. Schaut einfach mal unten rein, es ist wirklich nicht so teuer und das ist einfach ein sehr, sehr, sehr gutes Mittel, um sich selbst zu Hause zu kontrollieren und ja, einfach zu überprüfen und zu lernen, wo man besser putzen sollte. Wenn ihr die Lösung kauft, dann müsst ihr das mit einem Wattestäbchen ein bisschen gleichmäßig auf euren Zähnen verteilen und so eine Tablette, wie gesagt, zerkaut ja, aber verteilt es dann auch ein bisschen mit der Zunge, dass überall das bedeckt ist. Und dann spuckt ihr es aus. Eventuell ein ganz bisschen mit Wasser nachspülen, aber nicht zu viel spülen, weil dann spült ihr es alles wieder weg. Aber ein bisschen mit Wasser nachspülen, ganz vorsichtig. Und dann seht ihr hinterher, wo es angefärbt ist. Wenn ihr das denn angefärbt habt, dann könnt ihr auch gerne so einen Mundspiegel benutzen. Der ist ja mittlerweile auch nicht mehr so teuer. Und auch mal von innen gucken, wie es da aussieht und hinten. Also was ihr jetzt so nicht sehen könnt, schaut euch das vielleicht auch mal mit dem Mundspiegel an. Was ihr natürlich trotzdem nicht sehen könnt, sind die Zahnzwischenräume. Also Zahnzwischenräume sind auch so ein Punkt, da entsteht extrem häufig Karies, weil dort eben nicht gründlich genug gereinigt wird. Aber das ist etwas, was ihr auch mit solchen Tabletten nicht sehen könnt. Was ihr sehen könnt, ist, wenn es Richtung Zahnzwischenraum angefärbt ist. Also dann kann man schon darüber nachdenken, dass es im Zahnzwischenraum wahrscheinlich auch gerade nicht besser aussieht, aber das könnt ihr eben nicht sehen. Ihr seht nur, wenn es zum Zahnzwischenraum hin am Rand schon verfärbt ist. Oder was man eben auch gut sehen kann, ist, ob der Zahnfleischsaum, also der Sulkus, das heißt der Übergang vom Zahn zum Zahnfleisch, ob der vielleicht verfärbt ist, also ob da auch noch Belege sind. Weil das ist eben auch eine Stelle, wo oft nicht so gründlich geputzt wird und wo sich Bakterien sehr schnell ansammeln können. Also man kann schon viel hiermit überprüfen, viele kritische Stellen, aber die Zahnzwischenräume eben leider nicht. Dieses Anfärben der Belege ist übrigens auch für Kinder eine super Möglichkeit, die Mundhygiene zu kontrollieren und das auch auf etwas spielerische Art und Weise. Bei Kindern kann man auch eine Mundspülung nehmen, zum Beispiel die Miradent Plaque Agent heißt die. Ich verlinke euch das mal unten. Das ist eine Mundspülung, wo die Kinder einfach mit spülen und dann sind auch die Belege angefärbt. Das ist von der Handhabung her für Kinder einfach leichter mit so einer Mundspülung, als wenn sie irgendwie eine Tablette zerkauen müssen oder ihr da als Erwachsene, als Eltern die Lösung auftragen müsst. Deswegen würde ich da so eine Mundspülung benutzen. Natürlich sollten sie es trotzdem nur unter Aufsicht der Eltern machen, wenn sie noch kleiner sind und auch nur dann, wenn sie wirklich gut ausspucken können und das nicht runterschlucken. Das ist klar. Aber ansonsten ist es eine super Möglichkeit, auch für Kinder das zu kontrollieren, weil was Kinder sehen können, das können sie auch besser begreifen. Und so lernen Kinder eben etwas auf spielerische Art und Weise, eine gute, gründliche Mundhygiene. Und sie lernen, wie lange sie putzen müssen und wie sie putzen müssen, damit die Zähne und das Zahnfleisch hinterher wirklich sauber sind. Worauf man bei dem Ganzen ein bisschen achten sollte, ist, dass es nicht auf Kleidung gerät. Denn ja, die Flecken kriegt man, meine ich, nicht mehr raus. Ich würde es auf jeden Fall nicht riskieren. Also da ein bisschen drauf achten. Und weswegen ich es auch wirklich abends verwenden würde, ist, weil es auch so die Lippen, die Mundwinkel, die Zunge, das wird alles mit angefärbt.
Da geht es tatsächlich nicht so leicht wieder ab. Deswegen am besten abends verwenden und bis zum nächsten Morgen ist es dann meistens von alleine verschwunden. Dann hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat und dass ich euch hiermit helfen konnte. Wenn ja, würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert auch meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt und drückt auch auf die Glocke, damit ihr immer über neue Videos benachrichtigt werdet. Und schreibt mir doch auch mal bitte in die Kommentare, ob ihr das jetzt verwendet habt und wenn ja, wie eure Erfahrungen damit sind und ob ihr wirklich so gründlich putzt, wie ihr bisher gedacht habt oder ob da doch so die ein oder andere Überraschung auf euch gelauert habt. Würde mich auf jeden Fall super interessieren, wie so eure Erfahrungen damit sind. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Bis dann! Ciao!